Aus meiner Sicht ist diese Gleichung hohe Inflation, hohe Zinsen ja ein Stück weit ein Relikt der Vergangenheit. Die Märkte werden insgesamt doch etwas ruckeliger. Der DAX und der SDAX haben in den vergangenen 30 Tagen 3 bzw. 4% nachgegeben, der MDAX sogar 7%. Es passt sich also ein wenig des Wetters an, die Märkte. Es wird dunkler, die Temperaturen gehen runter. Da ist natürlich auch die Frage, sieht das an den Finanzmärkten und Aktienmärkten in Deutschland ebenfalls so aus? Dafür begrüße ich Markus Herrmann von der Fondsboutique Lois und dort für den Lois Premium Deutschlandfonds verantwortlich. Hallo Markus. Hallo Tim. Ja, es wird dunkler draußen, es wird kühler. Steht uns auch an den Aktienmärkten ein ja, schwieriger Herbst bevor? Ja, wir haben ja schon eine sehr rucklige Situation, wie du es schon angesprochen hast. Es hat sich ein Stück weit abgezeichnet. Die Kurse sind ja gut gelaufen bis in den Sommer rein. Eine Situation, die man nicht unbedingt so erwarten konnte, nach dem schon relativ stabilen Jahr 2020, mitten in der Pandemie, dann so ein Jahresstart 2021. Dementsprechend hatten viele Anleger Gewinne auf ihren Positionen, und dann verkauft es sich eben relativ einfach, wenn dann ja negative Vorzeichen plötzlich durchdringen. Und auch diese Situation, dass eben in der gesamten Wirtschaft wichtige Teile fehlen, dass es zu inflationären Tendenzen kommt, das war schon eigentlich vor ein paar Wochen absehbar. Und das wird jetzt auch in allzu naher Zukunft nicht besser werden. Es lähmt ein Stück weit die Konjunktur. Viele Autohersteller, Autozulieferer beispielsweise, fahren ja ihre Produktionskapazitäten herunter, und auch in vielen anderen Branchen wird es zu Knappheiten und Preissteigerungen kommen, und dementsprechend wahrscheinlich auch zu Gewinnwarnungen, gerade jetzt im dritten Quartal, im vierten Quartal. Jetzt hat der Markt schon ein Stück weit korrigiert, deshalb muss man mal abwarten, ob die Investoren von diesen Gewinnwarnungen überhaupt noch negativ überrascht sein werden. Jetzt haben vor allem die Corona-Gewinner verloren in den vergangenen Wochen, schwächeln da etwas, auch möglicherweise im Hinblick auf steigende Zinsen in den USA. Wie ist da dein Eindruck? Müsste man sich langsam aber sicher eben etwas von diesen Covid-19-Gewinnern trennen? Ja, das wurde ja eigentlich schon gemacht. Also diese Covid-Gewinner, wie sie genannt werden, überwiegend Digitalisierungsunternehmen aus dem Bereich E-Commerce beispielsweise, die haben ja schon oft zwischen 30 und 40% verloren von ihren Hochs. Diese ganze Rotation hat ja eigentlich schon im November letzten Jahres angefangen, dass man gesagt hat, okay, die Impfstoffe kommen, dementsprechend wird die Pandemie hoffentlich bald zu Ende sein. Und dann werden eben wieder schwierigere Zeiten für diese Unternehmen, die von der Pandemie profitiert haben, anbrechen. Dementsprechend haben die Kurse auch schon verloren. Was jetzt eben dazu kommt, ist die steigende Inflation. Historisch bedeutet oder bedeutete steigende Inflation immer steigende Zinsen, und dementsprechend werden eben jetzt Wachstumsunternehmen abverkauft, weil man eben genau davor Angst hat, dass dann die zukünftigen Gewinne dieser Wachstumsunternehmen eben mit einem höheren Zinssatz diskontiert werden müssen und dementsprechend die Unternehmensbewertung geringer ausfällt. Aus meiner Sicht ist diese Gleichung hohe Inflation, hohe Zinsen ja ein Stück weit ein Relikt der Vergangenheit, weil wir einfach auf der Welt eine sehr enorme Verschuldungssituation haben, wo sich eigentlich alle Experten einig sind, dass die Zinsen tief bleiben müssen und dass man eben eine höhere Inflation akzeptiert. Von daher sehe ich eher Chancen bei diesem Digitalisierungsunternehmen. Ein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten auch stärker unter Druck geraten ist, ist der Online-Möbelhändler Home24. Auch mir tatsächlich aus dem ersten Lockdown bekannt. Es hat, glaube ich, 27% verloren in den vergangenen Monaten oder Wochen. Ist bei dir im Portfolio drin? Ist das immer noch der Fall oder hast du dich von Home24 getrennt? Nein, wir sind immer noch investiert, haben auch unsere Position aufgestockt. Es ist natürlich absehbar, dass die Wachstumsdynamik von Home24 erstmal geringer ausfallen wird als noch in 2020, weil in 2020 man eben einfach davon profitiert hat, dass die Möbelhäuser offline geschlossen hatten, schließen mussten. Dementsprechend hatte der Kunde ja gar keine andere Wahl, als entweder online eben bei Spezialisten wie Home24 oder Westwing oder Wayfair beispielsweise zu bestellen.
bestellen oder dann eben bei den geschlossenen Möbelhäusern online zu bestellen. Das wird sich jetzt ein Stück weit normalisieren, aber nichtsdestotrotz hat die Aktie schon jetzt massiv verloren. 40% oder fast die Hälfte sogar der Marktkapitalisierung hat das Unternehmen in Cash, also in frei verfügbaren Geldern. Das heißt, nach unten ist man eigentlich aus unserer Sicht hier weitgehend stabilisiert. Wir sind weiter investiert, weil wir an das Potenzial glauben. Und das ist eben ein gutes Beispiel für einen Wert, der eigentlich schon gelitten hat, wo diese ganze Diskussion mit den steigenden Zinsen ein Stück weit schon eigentlich zu spät kommt. Die Naga Group aus Hamburg ist hingegen der Top-Wert aktuell im Portfolio, auch die größte Position. In den vergangenen 12 Monaten 120% Performance gemacht. Ist das oder siehst du da noch weiter Potenzial für die Naga Group? Naga ist weiterhin unsere Top-Position. Naga steht im Prinzip noch am Anfang einer aus unserer Sicht langen Erfolgsreise, rein operativ gesehen. Ist man eben unter den Neo-Brokern aktiv, das heißt ähnlich wie eine Trade Republic oder eToro, die ja auch enorme Zuwachsraten haben. Anders aber als beispielsweise Trade Republic hat man das sogenannte Element des Social Tradings dabei. Das heißt, man hat eine gut funktionierende Trading-Plattform, auf die man Trading-Influencer ziehen kann. Das heißt, Personen, die beispielsweise auf YouTube Trading-Kanäle betreiben, die also aufklären über ihre Handelsstrategien, dort eben Follower haben. Und diese Influencer schließen sich Naga an, verfolgen ihre Handelsstrategien eben auf der Naga-Plattform. Und verschiedene Nutzer von Naga, die eben diesen Influencern folgen wollen, können deren Handlungen autokopieren. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, mit 2000 Euro, mit 5000 Euro will ich immer genau das 1:1 nachvollziehen und für mich handeln, was Influencer XY auch macht, und daran verdient eben Naga Gebühren und auch der Influencer, das wird eben aufgeteilt, und aus unserer Sicht ist dieses Geschäftsmodell sehr erfolgsversprechend, und jüngst kam es eben zu einer Kapitalerhöhung, an dem sich ein Investmentvehikel von Christian Angermeier und Peter Thiel, zwei sehr namhafte Digitalinvestoren, beteiligt haben, und das war aus unserer Sicht auch nochmal ein weiterer Ritterschlag für das Unternehmen. Sagt Markus Herrmann von der Fondsboutique Lois und dort für den Lois Premium Deutschlandfonds verantwortlich. Vielen Dank für deine Einblicke, Markus. Sehr gerne, Tim.